noch? Müsste ich gucken. No! Erster Versuch. Ja, schön den Rest wegschneiden. Sehr schön. Gut, wollen wir rein? Gehen wir rein? Ja. So, herzlich willkommen. Und der Grund, warum jetzt keine Bilder aus dem Store sind, warum wir diese Ansprache nicht im Lego-Store halten, ist, dass seit gestern, also seit Freitag dem 25. eine neue Datenschutzrichtlinie erschlossen wurde, dass man in Geschäften nicht mehr drehen darf, wenn man keine Drehgenehmigung hat. Und die haben wir natürlich nicht. Jetzt laufen wir hier rum und das hier ist der Malte. Moin. Und ich darf doch Malte sagen, oder? Ja. Okay, gut. Und wir haben was ganz Spezielles vor. Hauptsächlich liegt das noch eine Woche in der Zukunft, aber was wollen wir schon verraten? Wollen wir das nicht, gleich machen? Nicht allzu viel. Ich würde nicht genau. allzu viel verraten. Okay, wir suchen uns mal einen schönen Platz und dann reden wir noch ein bisschen drüber. Minimal. Wir gehen zu Fuß. So, wir haben uns jetzt spontan entschieden, doch mal hierher zu fahren. Und zwar sind wir hier gerade am Hamburg Cruise Center. Richtig der Name, oder? Altona Cruise Center. Hier ist übrigens auch der Ort, wo jetzt Anfang des Jahres die Floating Bridge stattgefunden hat. Und das ist genau hier ein Stockwerk tiefer. Also hier haben wir gefilmt, das ist die Klemmbaustein-Lyrik gewesen und alles mögliche. Alles, was ihr gesehen habt über die Floating Bridge, war hier genau ein Stockwerk tiefer. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Also, das Ganze hängt zusammen mit einem Casting, wo wir hin möchten. Und zwar ist das für eine Fernsehshow eines Senders, der erstens noch nicht verraten werden darf, den wir zweitens aber auch noch gar nicht wissen. Das Ganze ist für eine Fernsehshow und wir wurden angefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und das ist, da werden halt die, ja, wie nennt man das, die begabtesten Lego-Bauer Deutschlands gesucht. Und das ist natürlich voll der Fall für uns hier. Nein, aber freue ich mich und wir fahren zu diesem Casting. Das Ganze ist am 2.6., also jetzt nächstes Wochenende ist das. Ich werde natürlich auch einen Vlog machen, da fahren wir nach Köln. Aber warum wir heute hier sind, wir wollen nämlich ein Video drehen. Und dieses Video, jetzt kommt der Wind, da soll halt so etwas über uns drin sein, einfach persönliche Daten, damit wir denen zeigen können, wer wir sind, was wir machen und wie wir mit Lego zusammenhängen. Das wollen wir heute drehen. Dafür haben wir uns hier mal ein bisschen den Drehort ausgesucht. Was wir aber auch noch machen, ist zu uns nach Hause fahren und mal unsere Lego-Räume zeigen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zu mir fahren, dann gleich noch, nachdem wir hier den Teil gedreht haben. Und dann zu ihm noch. Und das wird lustig. Thank you.
gerade nochmal bei Mc's gewesen und wir befinden uns auf dem Weg. Es ist 12:30. Wir befinden uns auf dem Weg zu Malte tatsächlich. Ja. Und das ist so eine schöne lange Fahrt. Wir haben auch noch eine halbe Stunde oder so oder mehr vor uns. Ja, ein bisschen mehr noch. Dann filmen wir da den zweiten Teil, nee, den dritten Teil. Bei uns haben wir gerade den zweiten Teil gefilmt. Und dann ist das Video auch schon fertig. Schon. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Gegen 2. Ja. Wird schön. Gut, wir machen uns auf den Weg. Wir sehen uns. So, wir sind jetzt bei Malte angekommen. Und wir müssen ein bisschen stiller sein hier, weil wir sind nicht ganz allein im Haus. Und ich möchte zu beachten geben, dieser Hintergrund ist einfach wunderschön. Guckt euch bitte diese Bauwand an. Das ist einfach ein Traum für jeden Lego-Fan. Wir können hier nochmal rumgehen und einfach alle Teile wunderschön sortiert. Ich würde sagen, mit diesem Eindruck beenden wir das Video, weil ich habe gleich noch eine schöne Autofahrt vor mir und das wollt ihr bestimmt nicht sehen. Es ist jetzt 2 Uhr nachts, ich habe noch 1,5 Stunden Fahrt vor mir. Wird super. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.